Also Wow. oh, Feuerzeuge wieder von mir. Aber ich habe richtig wenig Kohle dafür gekriegt. Ja, kenne ich. Ja, ist echt lächerlich. Ich habe mal 70 Dollar neues oder Schiff so. bekommen. Ja, ich habe Leute, 70 aber gekriegt. ich würde tatsächlich keins mehr machen. Keins mehr. Nee. Was mit den anderen drei? Zwei. Ja, von mir aus können wir noch eins machen. Iro ist wieder da, dann nehmen wir Iro als Ersatz. Ja, dann hau rein. Ich weiß nicht, ob ihr noch was spielen wollt. Also ob ihr noch eins macht. Wir werden jetzt noch eins Ja, machen. Jo, wir werden noch eins machen. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Jo, Und ja, ciao. gute Nacht. Und man sieht ja, Gute Nacht. morgen ab. Nacht, Nacht. Jo. Bis Und dann. guten Abend, Nico. Oder guten Morgen eher. Ja, es ist noch nicht 0 Uhr, es ist noch nicht guten Morgen. Ich habe auch noch nicht geschlafen, also es ist auch nicht guten Morgen. Guten Morgen ist immer erst, wenn man geschlafen hat. Egal wie spät es ist. Egal wie spät es ist. Schlimm. Jetzt hat mich der Wolf. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Aha, stimmt. Jetzt weiß ich wieder wieso. Wie sowas. Wegen den Scooby Snacks. Ich weiß aber nicht mehr, Ja. wann ich die Scooby Snacks immer bekomme. Was sollte ich die immer bekommen? Wenn du Snacks kriegst, also wenn du Hundekuchen bekommst. ja, Ach die genau. Bits. Ja. Bits. Für die Hundeleckerlis. Stimmt, aber ich muss mal gucken. Muss mal gucken, wo man. Kann ich ja hier gerade mal tun. Oh. Oh. Ich glaube, gibt's auf Amazon. Es gibt's auf Amazon. Ubi Snacks. Okay. Shopping. USA Drinks. Es gibt Scooby Drinks. Okay, dann muss ich mal gucken, wo es die gibt. Ich finde die jetzt nicht auf die Schnelle. Oh doch, Scooby Snacks. Ja, das ist ein Kochbuch. Es gibt keine Scooby Snacks. Wo hast du die her? Doch, das sind Kellogg's Knacker. Ich finde die nicht auf Amazon. Ja, gut. Ich habe es auch nur auf dem amerikanischen Amazon gesehen, gerade eben. Ich habe zu spät gesehen, dass es nicht das deutsche Amazon ist. Wolf, wo hast du Scooby Snacks herbekommen gehabt? Ich habe die noch nirgendwo herbekommen. Ah, okay. Ich dachte, du Aber hättest hier hätten sie vier. Was? Ach du Scheiße, sind die teuer. was denn? Also ich hätte bei Funladen hätte ich Scooby Snacks, da zahlst du halt pro Stück 30 Euro. Was? Ja. Ja, nee. Nee. Da müssen sehr viele Bits fliegen. Dann darfst du halt immer Ja. nur so ein kleines Stück davon abschneiden. Ich sehe schon. Scooby Snack Peanut Butter. Scooby Snack. Also auf eBay kriegt man zwei Stück. Das ist aber echt teuer. Echt böse. Nee, also das ist zu teuer. Tut mir leid. Die Idee war gut. Kann man nicht umsetzen. Da werde ich ja arm. Dann musst du doch selber backen. Ja, dann muss Bisa mir die backen. Genau. Und wenn er die gebacken hat, schickt er die mir mit den Kulis zusammen. Was für Kulis? Ich habe keine Kulis mehr. Ich bin so eine arme Person, ich habe keine Kugelschreiber. Und irgendjemand hat mal während in einem Chat gesagt gehabt, also während in einem Stream gesagt, wenn man sich Kugelschreiber kaufen muss, dann macht man was falsch. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe kaum noch welche. Ich habe noch, glaube ich, zwei oder drei. Und dann muss ich mir wirklich, wenn die leer sind, muss ich mir das Kugelschreiber kaufen. Naja. Und dann sagte Bisa, er hat Ich, ein ich, ganzes Fach voll. Er schickt mir welche. Ja, können wir gern machen. Können wir Ja. echt gern machen. Bringst du Ich mir mach nächsten. morgen Plätzchen. Ich mach morgen Plätzchen. Das ist sehr gut. Also kriege ich morgen kriege ich Knochenplätzchen.
und Kugelschreiber. Ja, die werde ich, wird ein bisschen dauern, bis die wieder ankommen bei mir. Aber das ist dann das genau. Ist dann mein Geburtstagsgeschenk zum 17. Hast du Iro schon angehauen? Ich habe Iro angeschrieben, aber noch keine Antwort, aber ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Das habe ich befürchtet. Mach das. Das habe ich gefürchtet, hier. Ja, dann gehen wir hier mal Streethausen. Streethausen. Streethouse. In the middle of a Streethouse. Oh yeah. Oh yeah. Only. Ah, Mann, Mann, Mann. Mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch nie diese Texte durchgelesen. Empfänger. Empfohlen für neue Geisterjäger. Lange Einrichtungszeit, lange Schonfrist für die Jagd, kurze Jagddauer, Pillen für die geistige Gesundheit stellen viel geistige Gesundheit wieder her. Wiedererlangen der Hälfte des verlorenen Ausrüstungswertes, wenn du stirbst. Fortgeschritten. Die Standard-Geisterjagderfahrung. Durchschnittliche Einrichtungszeit, durchschnittliche Jagdpause, durchschnittliche Jagddauer. Pillen zur Wiederherstellung des geistigen Zustands. Sicherungskasten startet ausgeschaltet, weniger Orte zum Verstecken, Wiedererlangen eines Teils des verlorenen Ausrüstungswertes, wenn du stirbst. Profi. Für erfahrene Geisterjäger. Der Raum des Geistes kann sich selbst ändern. Oh, bei Profi schon? Keine Einrichtungszeit, kurze Karenzzeit für die Jagd, lange Dauer der Jagd, Pillen für die geistige Gesundheit stellen die geringste Gesundheit kaum wieder her. Die geistige Gesundheit kaum wieder her. Sicherungskasten startet ausgestaltet, viel weniger Verstecke. Und dann haben wir Albtraum. Die Herausforderung für die Besten der Besten. Mit Auszeichnung. Oh. Geister verstecken eine Art von Beweismittel. Der Raum des Geistes ändert sich manchmal. Keine Vorbereitungszeit, kurze Gnadenfrist für die Jagd, lange Jagddauer, Tötung verlängern die Jagddauer. Oh, Pillen für die geistige Gesundheit stellen viel weniger geistige Gesundheit wieder her. Sicherungskasten startet ausgestattet, fast keine Versteckmöglichkeiten. Okay. So, wieder und da. Das Fiese bei Albtraum ist, wenn man sich komplett übereinander versteckt, also an einem Punkt, ist das Spiel vorbei, sobald er einen hat. Ja, weil er dann halt einen nach dem anderen Schmarko fatzt. Genau. Juhu. Und ich hasse also Albtraum machen wir nicht. Und ich habe von Iro leider keine Antwort. Also, dann machen wir einen zu dritt und machen nochmal fortgeschritten. Genau. Machen hier so ein Tanglewood Streethouse. Ich bin bereit. So, einmal Tanglewood Streethouse. Und wir starten. Liebe Leute, wir starten. A house. In the middle of a ghost. What? House and in the middle is a ghost. Mhm. Eieiei. Zu sterben. Was? Nicht sterben? Also doch. Aber warum nicht sterben? Warum wollen sie denn nicht sterben? Ich kann das gar nicht verstehen. Ab und an muss man doch mal ein bisschen sterben. Nein, ich nicht. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Schon wieder. Durchschnittlicher Geisteszustand unter 25. Reinigen Sie den Bereich in den Nähe mit Räucherstäbchen. Okay. Badim, badi, badi, bim, bidi. Warum schneiden wir noch? Was? Es schneit? Warum schneidest du mal noch? Das ist, wäre der Schneegen. Das ist einfach zufällig. Oh! Oh, er hat gerade die Tür aufgemacht hier. Ja. Putz. Ja, hier macht's auch rumpedum, pedum. Hier macht's piep. Wie alt bist du? Wo bist du?
Who are you? Schreib ins Buch! Ich hol mal eine Kerze. Ja, aber er hat hier gerade, wo wir reingegangen sind, ins Haus die Tür aufgemacht. Ich hab's halt gesehen, wie die Tür aufgeschwungen ist. Ah, 10 Grad. Lass die Kerze gerade aus. Warte, kurz. Komm, noch eine Kerze. Ich mach mal die Sicherung rein. Mach das. Tun Sie das. Grad. Gibt hier schon wieder. Ja, ich hatte hier drüben gerade 9 Grad. Ich glaube, in Richtung Kellertür umziehen. Dann, krieg ich das jetzt nicht. Will das wieder greifen? Hallo? Jetzt. Richtung Kellertür, meinst du? Hier noch mal in den Keller, warte mal. Dann mach ich, stell ich hier noch was hin. Lass das Licht aus! Ich hol jetzt alle Kerzen. Ich bin der Kerzenmann. Ich komme an alle Kerzen ran. Ich habe noch keinen verfluchten, doch ich habe den verfluchten Gegenstand gesehen. Wie? Das ist die Spieluhr. Oh, Spieluhr? Aber hier kann man sich so schlecht verstecken. Willst du die jetzt anmachen? Wo bist du überhaupt? Vielleicht. Wo bist du denn? Im Kinderzimmer hier. Im Kinderzimmer hier? Wo ist denn hier? Hier, also in dem Babyzimmer da. Wo die Krippe steht. Und wo ist die Spieluhr? Wieso, du hast überhaupt keine in meiner Hand. Cam dabei. Oh. Die war hier oben. Okay. Okay. Ja, und du willst jetzt starten, dann ja. Wo verstecke ich mich denn am Blödsinn? Ich verstecke mich hier drüben im Nebenzimmer. Okay, ich starte sie in 3. Wolf, ich starte sie in 3, 2, 1, go. Ich glaube, sie hat Bisa gefunden. Falsch gelaufen. Ja, Bisa ist weg. Hab ich mir gedacht, er hat die Spieluhr losgelassen, aber der Geist hat schön gesungen. Drüben verstorben sein, wenn ich mich recht entsinne. Nee. Wir wollen immer noch warme Temperaturen. Wo ist er denn? Wo ist er denn verstorben? Der Sack. Wo ist er denn hin? Muss doch irgendwo sein. Nicht? Ist der in den Keller?
Hier unten war jetzt nicht, oder? Dieser schmeißt er. Ich muss mal kurz raus. Ich will auch mal kurz raus. Das ist schon wieder zu viel Geist. Ja, Doppelgeist. Aber er hat die Kerze ausgeblasen, habe ich gesehen. Ja, ja, hat er. So. Aber wo ist Bisa verstorben? Das ist die Frage. Die 1-Million-Euro-Frage. Ich glaube, von wenn du links. Hast du eine Kamera drin aufgestellt? Ja, aber die steht, glaube ich, nicht richtig. Die guckt in die falsche Richtung. Ah. Ich wollte ja Bisa fotografieren. Ja. Da ist gar keine drauf. Ich habe die noch nicht fertig gemacht. So, die Kamera. Ja, die kann ich jetzt auch auf Schwarzlicht stellen. Jetzt nicht wahr sein. Die lassen mich alle allein. Oh nee, oder? Okay. Leute, irgendwie konnte ich dem gerade entkommen, indem ich ihn fotografiert habe, glaube ich. Es geht doch nur bei einem Geist. Knochentoter Körper. Darauf seht ihr einen Knochenkörper? Okay. Oh Herr Gott. Es läuft nicht gut. Okay, ich fresse jetzt erstmal Sanity Pillen. Alle mir. Ist ja keiner mehr da. Wie voll bin ich schon? Ich bin bei 100%. Gut, dann die heben wir uns noch auf. Dann gehen wir jetzt mal die Leute fotografieren. Ah, Herrgott. So. Okay. Ist er hier im Schrank? Nö. Okay, haben wir den Bisa schon mal? Was ist der Wolf? Da ist kein Wolf. Ist auch kein Wolf. Ich finde ihn nicht. Ihr müsst mir eine Spur legen für dich. Geh erst nochmal raus. Brauch eine Spur. Ohne Spur finde ich dich nicht, Wolf. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Kameras. So, leg das mal ab. Ja. Hä? Schuh. Schön. Du hast mir einen Schuh gebracht. Du bist so nett. Oh, den habe ich ja super fallen lassen hier. Okay, aha, wunderbar. Ja, bombig, die Kamera, bombig steht die. Ich sehe schon, okay. Dann, wir haben überhaupt keine Hinweise. Was ist das für eine Kackrunde, Leute? Zwei Kameras? Ja, ich habe zwei Kameras. So. Bauen wir erstmal hier die Videocam auf. So, die andere auch. Ja. Geil.
Haben wir überhaupt schon einen Geisterraum? Wir haben ja noch nicht mal einen Geisterraum. Meine Fresse. Kommt ein Schuh. Ja, ich sehe den Schuh. Hallo, Mr. Schuh. Willst du mir einen Weg weisen? Ich folge dem Schuh. Aber ich habe keine Cam dabei. Warte mal, ich brauche noch eine Cam. Mr. Schuh, warte, ich brauche eine Cam erst. So, Cam. So, halt. So, Mr. Schuh. Wo sind Sie? So, ja, ich sehe dich. Weiter. Wohin? Okay, weiter. Okay. Also hier rum. Oh, bist du hier drin? Ja, du bist hier. Du bist hier drin. Ich sehe dich. Wunderbar. Du bist wunderhübsch. Ich möchte diese Cam mitnehmen. Nein, ich möchte diese Cam. Hallo? Nimmst du diese Cam jetzt mit? Danke. So. Ich möchte diese Cam hier hinstellen. Ich möchte diese Cam. Bitte. Und hier hinten. Nach hier hinstellen. Und dann gucke ich mir das Ganze erstmal an. So. Ay caramba, Leute. Mein ganzes Team verloren. Ja, mein ganzes Team verloren. So. Nachtsicht? Ah, das ist schon die Nachtsicht. Was ist das? Was zum Kuckuck? Okay, was auch immer das war. Also ein Orb sehe ich nicht. Doch, da ist ein Orb. Ha, ein Geisterorb. Wunderbar, wir haben schon mal Geisterorb. Beweise. Wir haben einen Geisterorb. Nein, nicht Geisterbox wegstreichen. Geisterorb. Wir kommen der Sache näher. Gut. Dann nehme ich mal eine Geisterbox. Bedeutet, der Kerl ist da in der Mitte im Gang. Ich habe überhaupt keinen Bock eigentlich. Obwohl, ich könnte... will ich ihn erst ausräuchern? Ausräuchern muss ich ihn ja auch. Könnt ihr die Aufgabe mit den Räucherstäbchen erstmal machen? Dann ist er erstmal ein bisschen friedlich. Ist halt gefährlich. Warte mal, ich könnte erstmal ein Buch noch holen. Halt, nochmal zurück. Nein, ich will nochmal zurück. Ich will noch ein Buch. Ich will noch ein Geisterbuch. Habe ich noch ein Geisterbuch hier liegen? Oder habt ihr das schon alles mitgeschleppt? Nein, Geisterbuch ist auch hier. Sehr gut. Sehr gut. Alter, was backt denn hier? Was ist denn hier los? Hier ist Partytime oder was? Ja, übel. Schreib ins Buch. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, sieht nicht gut aus. Will er nicht. Gut, also, das ist schon mal nix. Dann brauchen wir noch einen Dot. Oh Gott. Ja, warte mal, ich könnte noch Schwarzlicht gucken. Das kann man schon mal mitnehmen. Und ein Dot mitnehmen. Dot. So. Ich glaube, der Wolf hat einen Absturz. Meinst du? Ja, er ist gerade aus dem Discord disconnected. Geht auch mal schon mal nix. Wenn die aber euch befallen hat, ist auch nix. Ja, Leute, spontan hat sich mein Internet gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Also, deswegen bist du verstorben. Also, der hört mich ja gar nicht. Und ich bin rausgeflogen, also komplett aus dem Internet. Bist du deswegen gestorben? Nee. Nee, ich bin vor. Also, da habe ich noch gelebt. Du bist über sämtliche Spuren drüber gelatscht.
Ja, nee, mich hat's danach erst zerhauen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher im Moment. Alles nicht so einfach gerade. Ich habe nur Geisterorb gefunden. Kann hier nochmal Gefriertemperaturen checken. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich kann dir da auch nicht helfen. Ich weiß bloß, es hat mich im Bad umgebracht. Es war der Geist mit dem Dolch im Bad. Also, ich muss jetzt mal gucken, habt ihr überhaupt den Strom an? Hat den einer angemacht? Ja, Strom ist an. Hey, das ist doch nervig. Okay, also danach müssen wir fürchte ich noch eine Runde machen. Ja, ist in Ordnung. Außerdem ist Iro jetzt da. Sehr gut. Sehe ich irgendjemanden durch den Dot laufen? Einziger Vorteil, ich verliere erneut mein Equipment nicht. Ja. Weil immer wenn ich sterbe, fällt mein Internet aus. Manche behaupten, das wäre Absicht. Andere wissen, das ist mein beschissenes Internet. Er zieht einfach immer den Stecker. Jedes Mal, wenn er Equipment verlieren wird. Mein Nachbar denkt sich, ha, der muss jedes Mal das Equipment stellen, so lange, bis er es verliert. Jetzt ziehen wir den Stecker. Ja, die Sache ist, ich habe echt gerade keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich glaube, ich werde jetzt einmal räuchern gehen und dann lasse ich es gut sein. Das ist mir jetzt gerade zu heiß. Alleine. Das ist mir zu heikel alleine. Halt, lass mal das Feuerzeug anmachen. Das ist mir zu heikel alleine. Gucken, ob das gezählt hat. In dem Gang wohnt er ja, der Kollege. Ja, die Räucherstäbchen haben gezählt. Ah, das ist doch so nervig. Man halt nicht weiß, was es sein könnte. Oh, ich könnte. Warte mal, ich könnte eine Sache habe ich noch. Vielleicht hat er ins Buch geschrieben. Ich habe nicht ins Buch geguckt. Wie die Räucherstäbchen müsste er jetzt erstmal beruhigt sein. Schreib ins Buch! Das hat er auch nicht geschrieben. Mann! Nee, ist nicht. Ist nicht? Ist nicht. Buch ist es nicht. Dann ist nicht. Buch ist es nicht, Box ist es nicht. Dort ist es nicht. Ich wüsste nicht mehr, was es sein könnte. Es ist 1,5 Grad, also Minustemperaturen habe ich auch nicht. Tja. Puff. Keine Ahnung. Ist der Buch nicht? Ist der Box nicht? Gefriertemperatur nicht? Wenn du alles ausgeschlossen hast, was du gerade gesagt hast, dann kann es nur noch der Obake sein. Wieso? Du hast gesagt, Buch ist es nicht, Gefriertemperatur ist es nicht, Geisterbox ist es nicht und Dots ist es nicht. Ja, aber Fingerabdrücke habe ich nicht gefunden und EMF5 habe ich jetzt auch noch keinen bekommen. Gut, die Fingerabdrücke verschwinden ja nach einer Zeit. Und er hat lange schon nicht mehr was berührt. Na gut, das könnte natürlich... Ich nehme halt mal die Aubacke. Wir nehmen die Aubacke und lassen das gut sein. Ich fahre jetzt ohne euch. Ihr kommt ja ohne nicht... mich musst du eh fahren. Ihr kommt ja eh nicht mehr zurück. Hab mich ganz alleine gelassen. Doch, ich bin im LKW. Verdammt! Nein, ich hab einen Geist im LKW. Kein Problem, pack den Staubsauger aus. Nö, Raiu. Ja, Raiu. Oh Mist, da hab ich sogar fast richtig geraten beim ersten Mal, wo ich eingestellt habe. Muten! Muten! Captain, muten Sie sich!